So, erstmal ein bisschen. Oh, scheiße, scheiße. Ein Leben. Oh Gott. Ich sollte vorsichtig sein. Schnell das Weizen abernten. Hallo, Zombie. Hallo, Spinne. Hallo, noch ein Zombie. Mist, ich habe leider auch nicht Optifine drin. Leider, sonst könnte ich da immer so ranzoomen. So. Scheiße, 3 Boote reicht noch nicht. Verdammt, aber ich habe bestimmt noch ein Gammelding. Ja! Gammel! Gammlerplay. Wie nicht witzig. Pam, 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 pam. Skeletti kommt an und ich bin der Mann, der das töten kann. Haha. Ja, habe ich mal wieder die billigsten Reime rausgepackt, die man bei ja, Reimlexikon findet. An man kann. Ich bin der Mann, der kann. Der nichts kann. So, ich bleib mal hier noch ein bisschen drin und restore ein bisschen mein Life. Boah, Anglizismen for the win. 6. Ist da draußen irgendwer? Oh, hallo. Ich mach vielleicht auch mal die Nachtplaylist an. Das haben wir ja noch. Beziehungsweise die Höhlenplaylist haben wir ja noch gar nicht gemacht. Und wir hören uns jetzt ein bisschen creepy Music an. Ist ein bisschen leiser. Moment, nächster Track. So. Hoffentlich werden sie uns nicht töten. Ich versuche erstmal das Zombie zu kennen. 2 Skelette. Nein! Nicht 2 Skelette! Pau! Pau! Boah! Action-Güter! Ist in Action und verstieft. Ich ersticke wahrscheinlich gleich noch an meiner eigenen Schnodder, das merke ich schon. So, ich versuche jetzt meine Schaltplatte zu fahren. So. Ich brauche eine Schaltplatte. Yay! Schaltplatte! Woohoo! Ja, so farmt man sich Schallplatten. Oh! Hallo, Creeper! Also, er hat sich fast von denen angeschlichen, ne? Und es wäre fast explodiert. So, laut Vermutung und so. Was? Stirb! Du Scheiße! Die laufende Stück Scheiße. Ah, das ist auch eine schöne Vorstellung. Ah, ich bin die laufende Scheiße und ich werde dich töten. So, es kann auch sein, dass ich bei der Aufnahme ein bisschen aufgedreht bin. Möglicherweise aber nur. Ganz möglicherweise. Es liegt aber, wie gesagt, daran, weil ich so motiviert bin. Wegen Headset und so, da fühlt man sich ja gleich viel motivierter, aber na na. LOL! Scheiße. Das war gerade sehr laut, was ich gemacht habe, aber egal. Scheiße. Die Nachbarn werden sich freuen. Fuck. Ja, ich hätte gern lieber mein Schwert zurück. Oh. One-Hit-Kill. Oh Gott. Pisst euch, ihr Scheiß. Ihr Scheiß ist auch... LOL! Alter. Ja, hier ist meine Dirt einzusammeln. Ist auch viel wichtiger als meine ganzen Objekte hier. LOL! Wo ist mein Schwert? Und dann kriegst du was auf die Fresse. Ja, mein Schwert. Ja, ich hab's eingesammelt. Ich hab's eingesammelt. Ich muss sie nur gerade im Metall legen. Also in die Schnellleiste. Schnell, 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 schnell. Na, stirb! Du auch! Oh Gott! Ah, ist kaputt! Ah. Ja, kommst du nicht rein? So. Schwert und jetzt mal ein bisschen noch Inventar sortieren. Ja, ja. Schön für die Spinne. Kann ich auch die ganze Zeit machen. Geht ja auch auf den Sack. So, meine Axt. Nahrung in Form von verrottetem Fleisch. So.
Wow! Ich hab gerade danach gedacht und gemerkt, dass es, dass die, die das Spinne, auch darüber klettern können sollen. Glück habe ich noch rechtzeitig dran gedacht. Und ist das keine gute Nacht-Playlist, muss ich mal sagen. Zumindest die paar Lieder, nicht? Also, ne, die Playlist ist wunderschön. Ich habe sie ja zusammengestellt, ne? Mit der Hilfe von incompetech.com und dem lieben User Habisots in Klammern Habicraft, je nachdem, keine Ahnung, ist doch egal. Kommt ja das gleiche bei raus. Na gut, das interessiert euch jetzt sowieso alles gerade nicht, weil das interessiert wahrscheinlich nur einen meiner Zuschauer, aber naja. Hallo Spinni. Wie, was die Spinne so an Farben hat, das erinnert mich übelst an GLP. Weil der trägt ja auch immer so einen schwarz-blauen Pullover. Wir haben GLP vernichtet. Ja. Also GLP steht natürlich für Günther LP. Natürlich. So. Ach, wir haben gerade irgendwoher Erfahrung gekriegt. Deswegen auch dies. Bing! Okay, da ist der Mond. Ich muss sogar gucken, wie viel Uhr wir haben. Alles klar. 16:32 Uhr. Ich muss zwischendurch mal auf die Uhr gucken, damit ich auch weiß, wie viel Uhr wir noch haben, damit ich nicht aus Versehen aufnehme und dann auf einmal schon spät abends ist. Das wäre nicht allzu praktisch. Ich würde jetzt auch gerne mal schlafen oder so. Ja, gerade wenn die Sonne aufgeht, erstmal schlafen gehen. Geht bei mir auch so. Das ist nicht mal ein schlechter Witz, das ist wirklich so. Ja, ja, zwei GLPs hier gleich. Ja, ja, ja. Hey, ich bin gar nicht. Ich werde gar nicht hier getötet. Ich bin gar nicht GLP. Ha. Ja. Na, Zombie? Ja, mit Zombie, GLP. Wen haben wir denn noch hier? Mr. Skeleton. Keine Ahnung, zwischen auch ein Let's Player. 100 Pro. Und der Creeper. Da gibt es zwischen auch ein Let's Player, der Creeper in seinem Nickname hat. Tschuh. Daneben. Puh. Fallschaden und Feuerschaden und Schwertschaden. Das ist alles wirklich Schaden, ja. Dachschaden. So wie ich. Ja, bist du Pussy und bist im Wasser? Moment, dann schlagen wir dich mal. Ja. Dann schlagen wir dich mal an Land. Brenne! Ich bin aber auch gemein, ne? Aber die waren ja auch gemein zu mir. Die haben mich getötet. Mit Pfeilen beschossen und explodiert und die Landschaft zerstört. Alles Mögliche. Ah, okay, haben wir keine Wurzeln mehr drin. Gewürzweizen. Samen meine ich natürlich. Wie komme ich auf Weizen? Keine Ahnung. So. Okay, auf der linken Seite, also so ausgesehen ist die linke Seite perfekt. Bin ich mal noch nicht ausgewachsen. Und hier fehlt hier ein Ding. Und da noch ein paar. So, und laut Schätzung brauchen wir 24. Weil das hatten wir auch letztes Mal raus. Ich versuche einfach mal mit 24, mal gucken, ob das Feld dann genau bestellt ist. Ja, Herr Ober, ich hätte gern Feld. Aber bitte ohne Creeper und Skelette. Ah, den Witz habe ich auch schon gemacht, ne? Ja, ja. Ich bin ihm halt Wiederholungstäter wiederholen. Ah, und den Witz habe ich auch schon gemacht. Oh nein. So, ich wiederhole mich ja ständig. Da habe ich eine Ausbildung zu gemacht. An der Uni von Freiburg. Ja, falls Freiburg überhaupt eine Uni hat, weiß ich gar nicht. Ich meine, ja, schon. Siehst du eigentlich. So, geh bitte kaputt. Ja? Ich mache hier alles kaputt. So. Das Einzige, was ich gleich kaputt mache, ist euer Gehirn, weil ich immer so viel Müll erzähle. Ich könnte mich auch Günther Trash nennen. Ach, ich habe immer noch die Höhlen-Playlist an, ne? Oh mein Gott.
Ich lasse mal ein bisschen die Musik auf euch wirken. Lang ist es nicht her. Es war letzte Nacht. Wir zogen umher, um unser Feld zu bestellen. Wir wollten doch nur Spaß haben und überleben. Doch, vieles passiert in der Nacht. Die Creeper haben zugeschlagen. Sie haben unsere Landschaft zerstört. Mehrere Einschusslöcher verteilt in der Landschaft. Es ist nicht zu fassen. Wir konnten nichts gegen sie ausrichten. Getötet haben sie uns ebenfalls. Diese Creeper. Rache. Ich strebe nach Rache. Aber ich weiß nicht, wie ich sie ausführen kann. Creeper sind einfach viel zu stark für mich. Ich brauche Hilfe. In Form von Hunden, Katzen oder anderen Spielern. Ja, aber erstmal Togesas, das gibt's bei mir vorerst nicht. In Klammern leider. Also ich habe geplant erstmal. Mein Upload-Plan habe ich. Moment, ich kann jetzt mal hier Tagesplaylist, / Bauplaylist anmachen. So. Haben wir die auch angemacht. Ist doch alles sehr schön jetzt. Also ich rotze ja schon meinen Bildschirm an, das merke ich schon. Das war ein deftiger Furz. Ich frage mich nur gerade, wie ein Furz deftig sein kann. Egal. Ich hole mir jetzt auch mal ein bisschen Dirt. Vor allem diesen Block hier. Ja. Der stört mich ja. Der stört mich bei meinem geistigen Empfinden. So. Okay, ich glaube, 2 Stacks werden reichen. Ich habe jetzt gedacht, ich habe nur so 52 und das hätte dann nicht gereicht. Gerichen. Gerochen. Manta rochen. Den Manta rochen muss man gerochen haben. Nee, aber ich glaube, die 2 Stacks, die werden reichen. Nee. Wir haben jetzt schon einen fast weg. Bei einem Loch und wir haben 3 Löcher. Und das ist noch deutlich tiefer hier, das Loch. Aber es zeigt uns auch den Weg zu Kohle. Und wie wir Cholera bekommen. Sehr, sehr schön. Ich würde jetzt hier gerne ein Lied anstimmen von einem lieben Gronk. Aber das mache ich mal lieber nicht. Sonst kommt das wieder. Du machst dir voll Gronk nach und so. Ich muss sagen, mein Headset ist echt geil. Also, falls ich es im Intro-Video nicht gesagt habe, das ist das AKG GHS-1. Ja. So, ich glaube, hier mache ich mal nur das obere zu, weil ich nicht mehr genug Dirt habe, um das auch komplett auszufüllen. Vor allem noch mit den Stellen, wo ich die Kohle gemacht habe und so. Also, ja, wo ich die Kohle gemacht habe, das ist genau der richtige Ausdruck dafür. Wo ich die Kohle abgebaut habe, meinte ich eigentlich. So, packen. Wuppa. So. Ich kann nicht gefühlvoll sehen, weil ich ein Kerbel und keine Gefühle habe. Wow! So. Ich hätte jetzt mal eine kleine Idee. Ich habe ja sonst nie Ideen. Und zwar, dass wir jetzt eine kleine Höhlenexpedition machen. Beziehungsweise mal in den Schlitz gehen. In den hinteren Schlitz. Vom Geldautomaten. Wohlgemerkt. So. Wo geht's denn hier auf? Ich meine, rein in den Schlitz. Hier war der doch irgendwo. Ist es denn? Ja, hier sieht gut aus. Ja.
Frage der Fragen ist... Jetzt machen wir was Cooles. Ich will was Cooles machen. Scheiße. Ja, mit der Axt Dirt abbauen ist auch immer sehr schön. Oh, yeah. Wenn man mit der Erde runter... mit dem Sand runtersegeln? Ich will es lieber nicht ausprobieren. Wir sind schon einmal gestorben. Moment, ich kann doch gerade auf Brot verschlingen. So. Kurz mal Headset prüfen und so. So. Hier waren wir jetzt schon letztes Mal drin, ne? Ich hoffe, von hier aus kommen wir in den Schlitz. Nee. Das ist aber doof. Immer diese Dovian-Höhlen. Voll doof und so. Dann buddeln wir uns einfach mal da rein. Oh. Das ist ja jetzt echt lucky, 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 lucky Luke. Ja. Oder der Lucky Luke, also der Luke aus Star Wars. Mir irgendwie noch nie aufgefallen, dass Lucky Luke und Luke aus Luke Skywalker, also den gleichen Namen haben, also Vornamen. Mir noch nie aufgefallen. Natürlich fällt einem sowas natürlich als erstes auf. So. Das Reinbuddeln hat ja schon mal schön funktioniert. Hätte ich nicht gedacht, dass es so funktioniert hätte. Ich habe mir da so vorgestellt, ich bin nur noch so 2 Stunden unten drin. Oh, au! Scheiß! Gravel! Ich fühle schon und merke es auch ein wenig, was Angst gleich ist, aber egal, wie meine Stimme so ein bisschen wird. Diese kratzige, hohe Stimme dann, ne, das will ich nicht. So. Hier machen wir mal eine Fackel hin. Hey, Fackel. Muss vorsichtig vorgehen. Ganz langsam. Ah! Mein Bein! Aber ich kann immer noch weiterlaufen. Ich kann sogar sprinten. Fragezeichen. Okay. Ich nehme das Lied einfach mal so hin. Bleibt mir nichts anderes zu tun, als es hinzunehmen oder wegzuschatten. Oh! Die Steinspitze hat sich verabschiedet. So. Wumm. Wumm. Okay, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Es wird langsam dunkel. Scheiße, jetzt müssen wir sogar langsam hochkommen. Ich leuchte mal hier noch alles ein bisschen aus. Damit wir wenigstens hier in unserem Spalt sicher sind, in unserer Ritze. In unserer Ach. Da komme ich jetzt nicht mehr raus. Ey, wo haben wir jetzt denn reingebuddelt? Patrick, was machst du da? Buddeln. Sogar wie ein Gletscher gekriegt. Mami! So. Hä? Hab ich doch auf der Seite hier reingebuddelt. Okay, Hyper der Schaden kriegt. What the fuck? Scheiße, wo habe ich mich rein? Das klingt ja echt dirty, muss ich sagen. Fast so dirty wie Dirt. So, jetzt müssen wir nur zurück nach Hause kommen. Risiko! Und wir laufen nach Hause. Und wir haben immer noch kein Bett. Wo sollen wir denn sonst masturbieren? Oh. Los, Zombie! Zeig mir dein Gesicht! Pam, voll auf die Fresse! Die Narbe im Gesicht nur von mir! Au! Oh. Fuck, 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 fuck! Tschüssi! Tschüssikowski, wir sehen uns beim nächsten Mal! Hm.
Idee, wie ich da wieder rauskommen könnte. Also aus meinem Haus. So, einfach mal Sandstein benutzen. Die Klicker denn jetzt? Da sind sie. Ja. Ja, Camps hinter meinem Haus. Genauso sieht's aus. Das reibt sich. Ich klinge ja schon so ein bisschen wie so ein 80-Jähriger, der hier fast am Verrecken ist. Das ist ja bei alten Leuten immer so, die husten immer so. Und sind dann fast tot. Gut, dann verlasse ich euch mal bei epischer Musik, bevor ich gar keine Stimme mehr habe. Und hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Haut rein!